ein wirkliches Highlight beim Oldenburger Landesturnier ist Jahr für Jahr natürlich die Vielseitigkeit. In diesem Jahr, Sandra Auffarth, bist du leider nicht mit von der Partie, weil du hattest gerade erst eine Vielseitigkeit, nächste Woche schon wieder eine große internationale, brauchen die Pferde auch mal Pause. Aber Gott sei Dank erklärst du unseren Besuchern, wie das funktioniert, wie man sich vorbereitet und vor allem, wo die Tücke im Detail liegt. Wir sind hier schon bei einem der Hindernisse. Das wird ziemlich am Ende der Strecke sein, Hindernis 21. Man sieht es eigentlich nur so im Schwierigkeitsgrad, wenn man da mal geradeaus drüber guckt. Was genau betrachtest du, wenn du dich auf einen solchen Kurs vorbereitest? Ja, also hier gibt es sogar zwei Optionen. Als erstes guckt man sich mal den direkten Weg an. Das ist so der sogenannte schnellste Weg. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger. Die drei Sprünge muss man dann direkt auf einer Linie haben. Das heißt, man springt die Hindernisse schräg, dass es für das Pferd auch klar wird, wo der Weg lang geht. Sind dann von 21 zu 22a sind es drei Galoppsprünge und danach nochmal zwei Galoppsprünge, alles versetzte Hecken. Man kann aber auch, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, 21 einzeln springen. Dann macht man einen großen Rechtszirkel und springt dann 22ab. Das ist dann natürlich deutlich länger. Das heißt, man bekommt dann Zeitfehler und dadurch ein bisschen mehr Strafpunkte, aber am Ende der sicherere Weg. Es gibt noch ein paar viele neue Hindernisse, auch dann im tiefen, dunklen Wald. Und da wollen wir jetzt mal hin. Los. So, Sandra, jetzt kommt so ein bisschen Butter bei den Fischen, würde ich sagen. Es geht hoch und runter. Und hier vor allen Dingen über dieses feste Element, da sehen wir einen ganz besonderen Sicherheitsmechanismus. Was ist das? Das ist das sogenannte MIM-System. Das heißt, wenn ein Pferd mal aus irgendwelchen Gründen mit zu viel Körpergewicht da drauf sich lehnt, dann klappt das ganze Hindernis nach hinten weg. Und somit verhindert man einen schweren Sturz des Pferdes. Gut, hoffentlich fliegt man hier schön drüber, hat dann einen Galoppsprung. Du hast es eben abgeschritten, hier bis zu dieser Kante. Und jetzt brauchen die Pferde schon ein bisschen Mut und Vertrauen zum Reiter, müssen runterspringen. Wir haben hier eine L-Vielseitigkeit, die haben ja schon ein bisschen Erfahrung, die Pferde. Das ist schon anspruchsvoll, Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 0 bis 10. Es kommt natürlich immer sehr aufs Pferd drauf an. Also die Pferde fangen schon hier an, so ein bisschen zu gucken. Auch da hinten mit den Bäumen an der Seite. Es gibt hier ja viel zu sehen für die Pferde. Also die müssen sich schon sehr konzentrieren, dass sie auch den nächsten Sprung suchen. Für die unerfahrenen Pferde ist das hier schon eine reelle Aufgabe. Sandra, jetzt kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist für mich die große psychologische Herausforderung dieser Strecke. Vor allen Dingen, also als Springreiter hat man da schon so ein bisschen Manschetten vor. Jetzt vielleicht nicht so super breiter Graben, aber doch sehr tief. Sehe ich das zu dramatisch? Ja, weil man sollte auch nicht in den Graben gucken, sondern über den Graben. Am Ende, wenn man jetzt guckt, wo der Absprung ist, ist der am Ende gar nicht so hoch. Aber das ist natürlich von der Optik her, in die Tiefe wirkt der Graben und sieht natürlich schon mächtig aus. Aber am Ende ist wichtig, dass man schön Fluss hat, den Kopf vom Pferd oben lässt, dass man selber schön dahin guckt, wo es weitergeht und positiv denken. Also Sandra, wenn es den Pferden so geht wie uns bei diesen Temperaturen, dann werden sie sich auf Hindernis Nummer 12 unglaublich freuen. Wasser gehört natürlich zu jeder Vielseitigkeit, Wassereinsprung hier. Über dieses Hindernis, über diesen Kasten, dann einige Galoppsprünge zu galoppieren, hinten wieder raus. Sieht jetzt nicht so schwierig aus. Ist es schwierig? Schwierigkeit hier ist natürlich, dass die Pferde aus dem Wald kommen. Die haben jetzt 11 Sprünge im Wald gehabt, kommen hier auf den Platz. Hier werden unwahrscheinlich viele Zuschauer stehen. Also ist schon für die Pferde echt beeindruckend. Und dann gleich ins Wasser. Also es gibt nicht einen normalen Sprung vorweg, dass sie sich ein bisschen hier erstmal an die Atmosphäre gewöhnen können, sondern die kommen raus aus dem Wald, gleich ins Wasser. Ich glaube, das ist die Hauptschwierigkeit. Ansonsten ist der Sprung doch freundlich gebaut und eine schöne Landestelle. Das Wasser ist sehr freundlich. Ich glaube auch, dass sie sich freuen bei den Temperaturen. Und dann auf gebogener Linie hat man auch wieder Zeit genug für den Aussprung. Auch ein sehr schöner, heller, freundlicher Sprung. Also das müsste gut gehen. Ich glaube einfach, dass die Hauptschwierigkeit, dass sie sehr beeindruckt sind. Ein paar Youngsterklassen hast du in diesem Jahr in Rastede schon gewonnen. Wir wollen dich auch wieder in der Vielseitigkeit siegen sehen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir dir im nächsten Jahr hier auch in der Vielseitigkeit wieder zujubeln dürfen? Ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr ein paar gute Pferde habe. Ich meine, der Sieger der Vierjährigen, der würde sich auch sehr gut als Vielseitigkeitspferd machen. Vielleicht ist der ja schon im nächsten Jahr dabei.